von hier da hochspringen mit einem Mal? Mit einem Sa... Hat der so ein Movement-Hack? Tja, meine Damen und Herren. Wisst ihr, was wir heute mal wieder machen? Yes. Wir haben jetzt hier bestimmt einen ganz normalen Fall mit einem Knilch, der versucht zu heiden, aber ziemlich kacke ist, wahrscheinlich eben anhat und stinkt. Oh, der guckt ja wirklich gerade aus. Das ist ja schon mal nice. Okay, dann verzauber mich. Ich spule mal ein bisschen. Geil wenig. Immerhin guckt er nicht auf den Boden. Alles gut, alles gut. Ich spule noch ein kleines Stück, bis er sich dann schlussendlich bewegt. Ah, da kommt er. Da kommt er. Alles gut, alles gut. So, Mr. Suspect, der kleine Oma, fängt jetzt an und macht einen satten Kill. Kommt aber vollkommen in Ordnung. Man hat den Ansteppen gehört. Die Shots waren chillig. Alles gut, alles gut. Er muss kurz stehen bleiben. Sie, meine ich, ist eine alte Oma. Und? Ah ja, die hat man eben auch gehört. Also einen von denen. Sie weiß also ganz genau, wo die Plätzchen versteckt sind. Pass auf. Oh, lautlos hochgesprungen. Da ist direkt einen zu vermuten, okay, ja, doch, kann man machen. Aber derjenige hätte ja auch schon direkt in der Tür stehen können. Also sofort. Wie soll ich meinen? Und das war jetzt irgendwie... Naja, okay, wir gucken weiter. Also, da links steht Zickzack und da unten rechts ist der Benjo. Der ist sogar auf... Okay. Wäre eigentlich ein Klötenschuss geworden, ging aber in den Kopf. Merkwürdig. Jetzt geht es ja auf jeden Fall Leckerschmecker auf A. Und der letzte CT hat keine Ohren. Die sind ihm abgefallen. So, Bombe ist geplantet. Und, ah ja, da ist die Sichtung schon am Start. Kein krasser Headshot wie vorhin. Ah, dieses komische draufgezuckelt sieht nicht ganz in Ordnung aus, Madame. Also ich würde hier möglicherweise schon, also gleich einen kleinen Predict abgeben. Könnt ihr gerne auch in die Kommentare reinhasseln. Okay, okay. Mein Predict wäre hier in diesem Fall. Vision Assist ist da und ja, Aim Assist auch. Und noch nicht mal wirklich ein zaghafter Aim Assist, sondern schon so richtig gekeckelt irgendwie. Sie versucht jetzt hier gerade Richtung B einen kleinen, aber feinen Vorstoß zu machen mit... Wer ist der andere? Puffin? Ist der Puffin? Sweet der Name. Ja, und der gelingt ihr wahrscheinlich auch, denn sie hat ja gewisse Assistenten am Start. Achtung! Na! Gut, also die Assistenten sind, wissen wir ja, mit am Stiesel. Einer ist unten drin im Tunnel. Und Öhmchen Gertrude chillt einfach nur auf Mitte rum. Obacht, unten kommt wieder Lower Tunnel und Short ist auch in Sicht. Hat sie den Fokus auf Lower Tunnel? Ja, ich meine auf Tunnel, Lower Tunnel. Ich habe hier immer, auf Mirage habe ich Probleme da unten. Sie weiß auf jeden Fall genau, dass da unten jemand steht und nudelt ihn auch weg. Man konnte denjenigen, glaube ich, nicht hören. Gut, vielleicht sehen, weil die Jungs auf B durchgegangen sind. Da kann natürlich auch ein Call gewesen sein, aber ich denke, ihr geht mittlerweile, also spätestens ab jetzt auch, davon aus, dass sie hier Richtung Vision Assist arbeitet. Ne? Achtung, einer ist in... Ja... Ja, okay, und dann hier auch nochmal schön den Aim Assist hinterher. Also, da sind diverse Hilfen mit eingeschaltet. Aber sie ist ja halt auch schon alt. Also, komm, brauche ich auch bald, Leute. Bald muss ich auch Schiedsrichter machen. In meinem Alter. Krasser Headshot. Durch das Holz hätte man natürlich den weiteren Shot machen können, aber sie muss ja heiden. Sie muss es ja heiden. Nicht, dass sie gebannt wird. Oh, oh. Neue Runde, neues Glück. Wieder ein... Ah, nee, nicht Palace Go, sondern Richtung A. Was machen eigentlich die Mates? Wir gucken mal eben ins... Tabulatorenblatt. Okay, ja, das sieht nicht gut aus. Ob sie auch Ansagen macht von wegen, hey, die stehen da und dort. Ja, wenn sie ganz alleine ist, kann natürlich passieren, dass sie dann halt vielleicht von den Mates gekickt wird. Aber meistens sind Cheater ja nicht alleine, sondern es ist mindestens noch ein zweiter mit dabei, dass der Kick nicht durchgehen kann. Was sehr nervig ist. Das ist wirklich nervig. Also, Situationen waren auf jeden Fall schon vorhanden, vor allem auch während dem Cheater-Experiment. Und auch während Aufnahmen, die ich gar nicht nehmen konnte für das Cheater-Experiment, weil sie einfach so absolut kackendreist waren. Ja, bei denen sich dann eben immer wieder zeigt, natürlich, dass die Cheater nicht alleine unterwegs sind, sondern irgendein Kackvogel-Mate mit dabei haben und der schützt sie dann vor dem Kick. Mittlerweile ist ein CT gegangen und die, ja, CTs waren alle auf Mitte, es ist ja nichts passiert. Gertrude konnte einfach auf A durchgehen und hat jetzt die Bombe legen, weil keine Gegenwehr kam. Oh! Oh mein Gott, wird jetzt reingedreht? Nee. Okay, okay. Können die CTs jetzt noch eine Runde holen? Haben sie vielleicht selbst angemacht oder war das einfach nur ein schöner... Mensch, oh. Ah, da kam sogar Gegenwehr, 41 AP noch. Na, sie wurde gesehen. Oh, mit so einem Headshot kann man... Ja, okay, das war's. Da machst du halt einfach nichts, Griefing, nein. Other External Assistance, würde ich sagen, war auch nichts. Aber im Vision und Aim, da bin ich ganz feste mit dabei.
die Informationen waren da, wo die Gegner standen, und das Fadenkreuz wurde so ein bisschen gehoben und gesenkt und nach links und rechts gedrückt, um ungefähr drauf zu sein. Das Overwatch war jetzt mal wieder ganz nice. Wir haben sogar direkt noch eins. Wir laden es kurz runter. So wie ich auch im Anfangsvideo des Jahres eben gesagt habe, dass direkt jetzt, wo ich weiß, dass ich CSGO nicht mehr so auf Zwang, auf Druck pressen muss, dann ist die Lust auch eher da, mal was zu machen in die Richtung eben. Und dann halt doch mal wieder ein Overwatch oder ein Matchmaking oder irgendwas zu spielen, was vom Stream zu benutzen und so weiter und so fort. Also weg von CSGO will ich nicht kommen. Schon wieder jemand, der gerade ausguckt. Was? Oh, der geht direkt dran. Nichts damit, AFK. Er chillt. Ah, ja. Die Other External Assistance. Oh, Gottes Willen, was war das denn? Was war das für eine Ultra-Gezuckel? Ping-Hack. Oh, aber kein Aim. Aim fehlt. Oh. Also der Jump da vorhin, da wollte er irgendwie direkt von hier da hochspringen mit einem Mal. Mit einem Sa... Ist das irgendein Movement-Hack, dass man da die Sachen perfekt macht? Also jetzt nicht die Bunny-Hop, sondern dieses Hochgehampel. Das war ja komplett verleckt. Ich konnte gar nicht richtig sehen, was passiert. Aber ich meine, er ist in... Wahrscheinlich in... Er ist ganz kurz auf die Kante von der Ding und dann... Er ist direkt hoch. Also das, Gott, das will Movement-Sheets. Also das ist ja irgendwie dirty, oder? Ich weiß, dass es sowas gibt, beziehungsweise habt das von euch schon gehört, dass es eben sowas schon eine ganze Weile gibt. Aber man kann sich nicht vorstellen, dass es jemand wirklich benutzt, hä? Weißt du, wenn du so jemanden dann fragst, was los ist? Nee, Movement Sheet gibt's nicht. Nee, sowas funktioniert nicht. Alter, schon wieder. Habt ihr das gesehen? Da stimmt doch irgendwas nicht, oder? Auch dass es genau da leckt. Das muss doch so eine Movement-Kacke sein. Das habe ich doch nie gesehen. Zum ersten Mal sehe ich so ein Movement-Teil. Was machst du jetzt mit dem da unten? Moves den auch irgendwie weg? Machst du einen krassen Sprung oder so? Was war das? Oh, er kriegt sogar auf die Nase. Fängt er an zu drehen? Er wusste übrigens, dass vor B keiner ist, also zwecks Vision kann man da mit hoher Wahrscheinlichkeit eh wieder drauf springen. Ja, okay, naja. Ich muss Aim und Vision noch ein bisschen im Auge behalten, um das sehen zu können. Pass auf, Achtung. What? Okay, ja, also auch hier beim Aim würde ich auf jeden Fall, also Vision jetzt sowieso. Links könnte nämlich einer hingeschlichen sein, aber er weiß genau, dass da links close keiner ist. Er hat überhaupt keine Sorge. Das heißt, er sieht, wo sie stehen. Und eben der Shot, der war schon auch, er wäre fast abgefackelt. War schon auch satt. Ja, er weiß es genau, wo er steht, also. Komm mal nochmal deinen Jump, mach ihn nochmal, ich will nochmal sehen. Wow, Alter, wow. Diesen Sprung ohne Legs zu schaffen, unmöglich. Das muss dabei einfach laggen, es ist so. Warum laggt es bei diesem Sprung? Die Bunny Hops laggen ja auch nicht. Oh. Bei B scheint er Probleme zu haben. Na? Ah, die rennen weg. Er wollte noch mal hinterher schießen, dieser Pisser. Dieser kleine, stinkende Pisser. Hundertprozentig sicher bin ich mir hier bei Aim aber noch nicht. Auch wenn es vorhin ein, zwei Indizien dazu schon gab oder drei. Aber wenn da jetzt nicht noch was hinterherkommt, dann würde ich sogar eher bei Other External und bei Vision Assist lassen. Auch wenn Aim zu 90% noch mit dabei ist. Aber gerade da bei ihm ja manchmal Frames fehlen, kann es sein, dass halt dieses Draufgezieher halt auch einfach Frame-Fehler sein kann und ich halt dann einfach 1, 2, 3, 4, 5 Frames nicht sehe und das darum so ruckelig oder abrupt aussieht. Schon wieder komplette Zuckelei. Jetzt mal, er will ihn ausmoven. Das ist so ein Beutel, wirklich. Oh mein Gott. Und dann kriegt er ihn auch noch. Das ist nicht verdient. Ja, komm, mach. Boah, der Sprung schon wieder. Er kann's einfach, er kann's. Krettel, ich muss den lernen. Das ist der Van-Sprung. Blumensprung ist abgesagt. Van-Sprung wird initialisiert. Die Nähte hat schön gesessen. Komm, jetzt mach. Na also. Aim Assist, bin ich mir leider nur zu 95% sicher, dass er was hatte. Ich muss hundertprozentig der Meinung sein, der Sicherheit innehalten können. Die Sicherheit, dass er halt eben anhat. Und das bin ich bei ihm nicht. Vision, aber ja. Other auch. Hoppala. Other auch. Griefing, nee. So. So lasse ich das. Weg mit dem Kick. Geil, Mann. Geil. Nicht nur, dass wir keinen Spinbot hatten, sondern wir hatten sogar jetzt das erste Mal, zumindest für mich, so einen mit Movement-Cheat, Movement-Hack. Das allererste Mal in Aktion gesehen. Nun ja, wir sehen uns dann heute im nächsten Livestream. Ab 18 Uhr wird wieder geballert. CSGO wird gespielt, Viewer Games, Giveaways. Gerne auch mal wieder ein, zwei Overwatches hinterhergeklatscht. Weißt du, bumm, zack, mit Wetten, ob er wohl spinbottet oder nicht. Im Vorfeld natürlich, klar. Und ja, dann sehen wir uns gleich im Stream. Live. Auf Twitch, Link in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.